24 Angler. Wegfisch, vamos. 12 Teams. No! 8 Nationen. 2 Gewässer. Ja! Wow! 1 Zielfisch. Und 1 Pokal. Der YPC Bass 2024 wird euch präsentiert von B1 Boots Center. Wir bauen dein Boot. Hearty Wise, feel the difference. Und LMAB, every great story starts with a cast. Hola Muchachos und willkommen zur 7. Episode des YPC Bass 2024. Die Finalisten aus Gruppe A stehen bereits fest. 3 weitere Tickets sind allerdings noch zu vergeben. Auch für die 6 Teams aus Gruppe B geht es nach Tag 1 auf dem Garcia Sola am 2. Angeltag nun auf den Oriana Stausee. Bevor wir loslegen, werfen wir einen kurzen Blick auf die Tabelle. Derzeit in Führung liegt Team Ilex. Mark Paczowski und Mattia Di Santo gehen mit einem soliden Board in den 2. Tag und konnten außerdem schon 2 von 3 Topwater-Slots füllen. Weil aber nur maximal 7 Black Bass pro Gewässer in die Wertung eingehen dürfen, fällt ein Topwater-Exemplar als kleinster Fisch momentan raus, könnte aber reinrücken, sobald einer der anderen 6 Wertungsfische durch einen Oriana-Bass ersetzt wird. Für die beiden direkten Verfolger ergibt sich eine ähnliche Situation. Sowohl Lure Drop als auch Tritoncell haben bei je 7 Wertungsfischen einen kleinen Topwater-Bass in der Hinterhand. Und wenn man sich daran erinnert, wie schwer sich die Teams aus Gruppe A am Oriana getan haben, könnte der tatsächlich noch wichtig werden. Insofern hat auch Zack auf Platz 4 womöglich einen entscheidenden Vorteil, nachdem Markus in der Schlussphase des 1. Tages 2 bessere Exemplare auf Oberflächenköder überlisten konnte. Die beiden letztplatzierten Teams hingegen stehen mit dem Rücken zur Wand. Von diesen beiden Teams werden wir also definitiv keine Full Card sehen. Das ist sicher kein Vorteil, muss aber noch lange nicht das Aus bedeuten. Da die Fische im YPC Bass gewogen und nicht gemessen werden, liegen zwischen einem Keeper und einem Ausnahmefisch Welten, viel mehr als zwischen einem maßigen Hecht und einem Rekordhecht im YPC Boat. Man kann mit wenigen großen Fischen also deutlich mehr Schaden anrichten als mit vielen kleinen und so auch ohne Full Card weiterkommen, wie schon B1 in Gruppe A oder Zack im letzten Jahr zeigen konnten. Es ist also nicht aller Tage Abend. Ganz im Gegenteil. Okay. Hello guys, welcome on this new episode. Welcome on board with the Headbanger team. Thank you for all your support in the previous episodes. Yeah, we really need it. Much needed. Yeah, we are in trouble with Fred because we have 0 fish for now. We have to catch big ones in this morning. So for that, what's the plan, Fred? From zero to hero today. Hopefully. So, the plan is this one. The lake is divided in two. We have the upper lake with like stained water. The water is really muddy. And the first part of the lake is really clear water. So the idea is to start and hopefully catch a big one on top water first. I have much confidence on my lure. And we're gonna try first like 1 hour really doing in clear water some top water action,
And then after, we will go all in finesse fishing in really muddy water, which is not normal for bass. But I really feel that on this high pressure lake, that's where we're gonna have the best chance, because this situation of staying water is holding for quite a long time. So potentially the bass now should be feeding, and all the information and training that we have been doing lead us to this conclusion. So let's go. Let's do it. Yeah. So now we target a couple of trees that are in the middle of nowhere in really deep water. And I hope we can have some big ones hanging around. We will start both with the Spitfire, but I will take a dark color and Fred a clear color to see what is better. So here we are in 11 meters of water, and the idea is to really rise them up. Potentially they are not totally high up on the structure, so we're gonna fish really slow, call them, pause, let them in, get interest hopefully, and then catch a bait. So let's go. No more talking, action. Good morning. Good morning, sir. Episode 3 for us. Yeah. Second day, early morning. Of Group B. Of Group B, yeah. Hard work today for us. Oh yeah. For Artira's team, because on the first day we caught just one keeper. 0.6. Yeah. You caught them. Yeah. Congrats, my friend. Thanks. for today, we choose... Change nothing. Strategy is the same as we talked about in the training. Yeah. But now, go big. Or go home. Or go home. First cast. Wait. Make this direction. Yeah. Can you start with... Yeah. Okay. Start with... Wow. You have to turn around. I make this direction. Ah, okay. I don't understand. Starting off the second day for Team Ilex. We are already on the spot. It's a beautiful sunrise. We need to put some fish in the bag and increase our weights. So, crossed fingers for us. Follow us on the water. Let's go. Guten Morgen, alle. Day 2. We are ready to go. We are ready to go. We're in a decent position. Solider Start am ersten Tag. Heute geht es darum, zwei Topwaterfische noch zu fangen, dass wir drei Topwaterfische haben und natürlich zu versuchen, erstmal die Karte voll zu kriegen. We starten direkt mit Topwater. Topwater and actually some frogging, because we are in a big weedy area. We found some big fish in the weeds during training. So let's see if they are still around. Let's go, my man. First, we go on the outside a little bit. Be careful, because there is weed all over the place, so they can come up like everywhere. And once we get close to the weed, we start throwing the frog as well. It's good condition. Good luck, man. It's good conditions, my man. Let's not miss those bites. Hey, Jungs und Mädels, willkommen zur zweiten Halbzeit, Tag 1 in der Vorrunde YBC Best 2024. Wir haben heute einen frühen Start. Und ein sehr, sehr geiles Spot, hoffe ich. Und wenn jetzt wirklich alles noch plan läuft, dann erleben wir jetzt halt in der nächsten Stunde vielleicht eine ganz, ganz feine Fischerei. Ich hoffe es wirklich. Drückt uns die Daumen. Guten Morgen. Heute fangen wir auf einen Spot an, den wir gestern durch Zufall gefunden haben. Und in dieser Wüste ist das wirklich eine kleine Oase. Und wenn es etwas funktioniert, dann müssen gleich die Routen krumm sein. Das ist ein gigantischer Spot. Es ist ein kleiner Bacheinlauf, wo Wasser reinfließt. Und durch wohl Starkregen ist das richtig ausgespült. Das heißt, du hast links und rechts Flachwasser mit Kraut, kleinen Fischen. Also das Mittagstisch, der ist gedeckt für die Schwarzbarsche. Und in dieser Rinne ist noch mal ganz unten so ein kleiner Vertiefung drin. Und da haben wir gestern Schwarzbarsche gesehen. Und also, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich würde sagen, alle ein Kilo plus. Und wir haben gestern auch kurz versucht, direkt einen gefangen, noch einen Biss gehabt und sind weggefahren. Also jetzt wird spannend. Wir sind zum zweiten Mal an diesem Spot, sind mega, mega, mega angespannt und voller Vorfreude. Und jetzt hoffen wir, dass es auch funktioniert. Guten Morgen auch von Team Triton Cell. Wir sind jetzt am Spot angekommen, war wieder ein wilder Start. Wir haben sogar eine Cap unterwegs verloren, alle haben Knallgas gegeben, um natürlich an den besten Stellen als Erster anzukommen. Wir wollen jetzt zur ersten Stunde heute
versuchen, die fehlenden zwei Topwaterfische zu bekommen. Wir sind jetzt in einem Bereich, da hat er gestern wirklich eine Bombe gefangen, 2,3 Kilo im Training, mit einem extrem großen Topwaterköder, wie ich finde, macht sehr viel Krach. Ich habe den kleinen Bruder davon, ähnliches Modell, und damit geht es jetzt erstmal auf Topwater. Die erste Stunde wird komplett investiert, sollten wir dann noch nicht unsere Fische zusammen haben, muss einer von uns vor allem den ganzen Tag fischen, bis wir die zwei Fische haben. Also drückt uns die Daumen, dass das jetzt aufgeht. Es ist ein Hausgewässer, deswegen ich vertraue ihm komplett. Er ist wieder der Captain, er sagt, was ich machen soll, gibt mir einen Köder und ich werfe einfach. Ne? Zum Start ähneln sich die taktischen Vorgehensweisen der Teams. Markus und Frank scheinen auf den ersten Blick den interessantesten Spot auserkoren zu haben. Für einen genaueren Überblick schauen wir einmal ganz kurz auf die Karte. Zeck befindet sich an einem nördlichen Ausläufer der östlichen Seeseite. Lure Drop beginnt ebenfalls auf der Ostseite, etwas weiter im Mittelteil, ganz in der Nähe von Headbanger, die etwas weiter südlich ankern. Hardy Rice und Triton Cell beginnen auf der westlichen Seeseite auf gegenüberliegenden Uferseiten nahe der Puente Cocohudo und Ilex startet ebenfalls im Westen, allerdings etwas weiter mittig auf einem großen Plateau. Und hier scheinen die Black Bass schon wach zu sein. It's coming, it's coming. Yes! Yeah. Topwater is done. Yeah. Wow. 162. 162 on topwater. So this yes. is the missing topwater fish. Wow. We okay. start the day with our bonus fish. Der darf schnell zurück. Wow, hey. Leute, geil. Wir haben eigentlich, die Taktik war, auf keinen Fall Topwater zu angeln, weil es einfach viel zu schwierig ist in dem See. Oder zumindest für uns war es viel zu schwierig. Wir haben gesagt, aber wenn dann ganz früh am Morgen, wenn wir Fische jagen sehen, wir haben einmal hier was jagen sehen. Und siehe da, das ist wirklich, also für die Taktik ist es Bonus. Dann werde ich jetzt mal zu Toni schicken. Ilex zementiert die Führung mit Topwater Bass Nummer 3. Ein Traumstart. Und zugleich ziemlich unverhofft. Was out of the shore. There. There, really there? Yeah, really, really there. Okay. But they were deeper than the sanders. Fisch! Es grande, es grande, es grande! Me cago! Baja, baja. Me cago. Baja, baja. Baja, baja. Solo che no, 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 Joder! Das ist mein PB. Fuck my life! Fuck! Der war ganz nah am Ufer. Ich habe wirklich dicht ans Ufer geworfen, habe den Biss gesehen, nichts gespürt. Er meinte zu mir, ich soll nicht sofort anhauen, wenn ich einen Biss bekomme. Oh. Und dann habe ich angehauen und der hing. Ich habe nicht gedacht, dass er. Ich habe gedacht, das war eine Fehlart. 2,25 Kilo. Das auf Topwater, Freunde. Wir haben jetzt den zweiten Topwater-Fisch. Was für eine Klamotte. 2,25 Kilo beim PB auch. Ich habe ja noch nicht sehr viele Bass gefangen in meinem Leben. Sido hatte den richtigen Riecher, die richtige Spotwahl, den richtigen Köder vor allem. Mega. Der darf jetzt wieder zurück. Marks Fisch war schon stark. Louis toppt das Ganze aber nochmal. Schön zu sehen übrigens, wenn alte Hasen sich so ehrlich über Fische freuen. Die Motivation scheint nach dem neuen PB sogar noch etwas gestiegen. Heute gibt's Big Fish. Das ist sein Gewässer und er sagt, hier, das ist schon ein bisschen tougher. Also das ist jetzt nicht das Gewässer, wo man wirklich Stückzahlen machen kann. Da sind dann wirklich Tage, wo man vielleicht mal eine Traumstunde erlebt, wo man hier Stückzahlen bekommt. Er sagt, hier die Durchschnittsgröße ist viel, viel größer als am ersten See, wo wir am ersten Tag waren. Wenn wir hier ein paar bekommen, dann wird die Waage gesprengt und ey, Freunde, Alter, mein PB, was soll ich sagen? Na, fucking Pike, Meter Pike.
He was following meter pike. No, man. Only bass. Oh. Only bass. Oh, that was. Anyway. We have already caught bike. We need some bass. Man, if I get this one on, it just raped me. Crawfish. Huh? Crawfish. Big one. There. Oh, wait. Oh, man. Huge one. Yeah. Keeper. Yeah. For crawfish hunting. There. Top water again. What? I don't know. So, mein Partner Paul fischt jetzt mit einem Frosch direkt über der Heavy Cover hier. Es ist extrem viel dickes Kraut hier. Und er macht mit seinem Frosch einfach rüber. Ich versuche einfach außerhalb bei der Krautkanten. Jetzt habe ich gerade gewechselt auf unsere neue Dog Vibe vom LMAV. Es ist extrem leise, macht sehr wenig Geräusch auf der Oberfläche. Einfach das, was ein bisschen was anderes ist. Dem anderen Stickbait vom Yuzuri, die sehr laut ist. Und ich wechsle zwischen den zwei ab, zwischen der Yuzuri und der Dog Vibe vom LMAB, zu sehen, auf was die gerade stehen. Manchmal mögen die das ein bisschen lauter oder sogar ein Popper, aber manchmal mögen die das, wenn es ganz leise über der Oberfläche bewegt. Deswegen probieren wir ein bisschen unterschiedliche Sachen aus. That was a bass. Totally missed the lure. Oh, Leute, das war ein großer Bass. Das war echt ein großer Bass. Hat komplett mein Lure verfehlt. Jetzt! It was a pike, man. Are you sure? Yeah, I saw that. I think it destroyed my frog. Yeah, 100%. Yeah? My frog is like destroyed. Yeah? Yeah. Wer denkt, dass der Osterhase noch pennt, liegt richtig falsch. Los, Küken! Ein noch! Und wie ihr seht, wir sind fit. Daher haben wir ein richtig starkes Ostergämling für euch. Mit 8 unterschiedlichen Varianten. Mit einem garantierten Warenwert von mindestens 65 Euro bis hoch zu 80 Euro. Und das für nur 34,99 €. Und mit ein bisschen Glück wird es sogar ein Osternest mit einem Gesamtwert von 100 bis zu abgefahrenen 350 Euro Warenwert. Boah, boah. Und außerdem erwartet euch in jeder Variante eine exklusive Sonderfarbe. Aber nur, solange der Vorrat reicht. Und nur auf Hecht und Barsch stehe. Scheint auf jeden Fall nicht zu funktionieren da. Das hätte ich mir anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Da sind sie, aber irgendwo sind sie. Fisch. Zander. Zander, Zander, Zander. Scheiße.
nicht Zielfisch. Der Anfang ist gemacht, Freunde. Mit den ganzen Steinen und Kraut, was da drin ist, muss man echt aufpassen, weil wir ganz, ganz dünne Schniere verwenden. Das hier ist jetzt ein 18er. Die haben dann halt schon ab und zu kriegen die mal einen guten Schlag weg. Gell? Deswegen ist es besser, ab und zu mal abzuschneiden, neu zu machen. Ach je. Super. Die scheinen jetzt auf jeden Fall aktiv hier zu sein. Aber gestern waren sie halt richtige Maschinen hier. Naja, vielleicht kommen sie gleich. Zander, Krebse, angebliche Riesenhechte, artenreicher Auftakt. Aber wir brauchen natürlich mehr Bass. Millennial Mattia tuned dafür jetzt seinen Boomer. I'm doing a little but maybe important modification on my Gunky Boomer. 21 grams keeps well at depth of around 4-4.5 meters, the way I fish it. And I need to go a little bit closer to the grass. So I had a John weight. John weights are little weights produced by Hillex, and I can tell you there will be a new version from Gunky since next year. And I use it on my chatterbait. I pass it in the ring, in the head ring. The chatterbait keeps stable. You can add some weight, take it deeper, and you take a small bait much deeper in the water, you cast it farther, and so you can really stay close to the ground and to the fish. Let's try this. Unsere drei Topwaterfische haben wir jetzt gefangen. Es sind natürlich kleine Fische dabei, aber solange die Sonne noch nicht über dem Horizont ist, werde ich weiterhin versuchen, einen Fisch mit Topwater zu fangen. Ich werde hier vielleicht aber gleich ein bisschen Finesse angeln im Kraut. Aber das war für uns sehr wichtig, jetzt den Fisch zu fangen. Wie gesagt, ich benutze den SK Pop. Das ist ein sehr kleiner, kompakter Popper. Wir haben hier viel gehört über große Stickbaits angeln, wirklich 13 cm und so Sachen. Aber hier ist so viel Angeldruck drauf, dann ist es oft gut, einfach mal ein bisschen kleiner zu fischen, also wirklich kleiner zu fischen. Dieses Wort Downsizing, was man aus dem Angeln oft kennt, funktioniert bei hohem Angeldruck sehr gut. Das ist nicht nur bei Bass so, das ist auch beim Zanderangeln, Hechtangeln und Barschangeln so. Also ich wüsste gar nicht, wie viele große Fische, Barsche ich schon gefangen habe mit ganz kleinen Ködern, wenn alle ein bisschen größer fischen, auch im Winter. Das kann sehr wichtig sein. Es ist cool, dass es geklappt hat. Als Rute benutze ich, wie so oft, die gelbe Element Rider Serie, jetzt die Stalking Special. Zum Bassangeln ein bisschen mehr Power, um die Fische eben auch über dem Kraut rauszukriegen. Und jetzt fehlen uns noch zwei Fische zur Full Card. Die kriegen wir hoffentlich noch. Und dann, wenn das soweit ist, aber erstmal die Fische fangen, können wir ans Upgraden denken. Aber ich glaube, das wird schon schwierig genug, die zwei Fische zu fangen. Yes! Yep! Number two! So slow, eh? Did you see what I did? Yeah, yeah. Did you see what I did? Wow! How much? How long was that? 10 seconds. So picky, those fish. Insane. It is, of course, the bait that is doing the most for me here in Spain. Vista won by Gunky on little jig heads. Shaken on the bottom is really, really being great. Thanks, Vista Worm, for this beautiful bass. 117. Still not an Olayana monster, but we are working on that. Adios, amigo. Doch nicht der Chatterbait, sondern ein Wurm am kleinen Jig. Nehmen wir auch. Ilex baut die Führung weiter aus und benötigt nun nur noch einen Fisch für die Full Card. Am anderen Ende der Tabelle tut sich weiterhin wenig. So now. We arrive at the point, so we're gonna, before we turn, we see the point like falling down there, so we give a try on the bottom, jigging a crow. Yes. Fish on, fish on, yes. It's a bass, for sure it's a bass.
Yes! I hope he's a keeper. Man! Man! He looked like a fat keeper for me. Yeah, yeah, yeah. I hope so. Holy shit. Let's go. Too small. I put back in the water. Okay. Voy a retirar mi cuerda. 1,12 kilo. Schönes Upgrade und dadurch findet jetzt auch der Topwater Bass aus dem Garcia Platz in der Wertung. Tritoncell und Ilex marschieren im Gleichschritt an der Spitze. In den unteren Tabellengefilden hatte Julot vorhin Pech und auch bei Christopher fehlten nur Nuancen. Ja, ja, ich saw it. Oh. Incroyable. Don't bite. Unbelievable. You bite or not? No, you can believe me or not. That was a fucking monster. Yeah, yeah, I saw it. Fucking monster. Okay, go on. Catch one, please. Yeah, I try. Don't bite. No. Only followed. First spot. Off. Did not pay off. No. Must be moving. Next spot. Next chance. Pikes are out today. What's going on? We didn't get any in training. Ah, but it means something is biting on top water. That's true. Jetzt ist ein Hecht draufgegangen auf dem Popper. War natürlich nicht geplant. Kleiner Pike. Oh. Zack. Adios, amigo. Adios, amigo. Da ist immer noch wenig Licht. Also Sonne geht immer noch nur auf. Deswegen dieses Kontrast mit Schwarz könnte noch was bringen. Ich brauche drei Bisse bis jetzt. Alle Hechte. Normalerweise wird man sich absolut riesig freuen über einen schönen Biss auf Topwater mit einem Pike. Aber natürlich, wenn man in der Bass Competition angelt, bringt das recht wenig. Außer ein gutes Gefühl, überhaupt was zu fangen. Aber jetzt wäre echt gut, wenn man könnte einfach einen Bass jetzt fangen. Probier jetzt mit der dunkleren Farbe vom Yuzuri. Heute hat mir sehr oft Fische gebracht. Keine Ahnung, wie es bei den anderen läuft, aber es ist für uns auf jeden Fall sehr schwer. Wir haben überhaupt keinen Bass gesehen. Wir haben sehr viel Zeit auf die anderen See verbracht, weil unser Training da war so schwierig. Wir haben quasi alle Tage da verbracht, außer einer. Wir waren nur einen Tag überhaupt auf dem See zum Trainieren. Den Tag lief eigentlich ganz gut. Wir hatten ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt schon zwei, drei Fische im Boot und Topwater. Natürlich, jeden Tag läuft immer anders, das ist auch klar. Aber ich sag mal, mein Mann Paul war extrem, extrem confident an dem See gestern Abend. It's always also risky to go topwater in the morning, but if we want that topwater point today, we have no choice to do it now. Yeah. I mean, later in the day, the only thing we can do is maybe cast a frog to this confident fish deep yeah. in the weeds. Yeah. So like the first hour and a half for 2 hours, we must go top water. Yeah. But actually, it's good condition. We just like need that little bit of luck, you know. Ratlosigkeit macht sich breit. Nein. Dann machen wir unseren anderen Plan weiter. And where the bass? And one bite, Helix, make things happen. Einer fehlt es noch, um die Karte voll zu machen.
Einen brauchen wir noch. Ein Topwaterfisch. Start to get annoying, not to get any bass. Come on, Fischi. Die sind nicht da. Komm her. Naja, die sind nicht da. So ein Scheiß. Dass man auch nie mit Fischen rechnen kann, ne? Ja, das zeigt uns wieder, wie Angeln ist, gell? Ja. Gestern alles voll, heute keinen Schwanz. Gestern war geil, ne? Ja, gestern war geil. Jetzt siehst du auch die Rinne wieder. Ja. Schach, ne? Ich hab gedacht, wir haben jetzt schon der erste Fisch auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Dann müssen wir heute Mittag noch mal hier hin, wenn die Sonne hoch steht. Ja, komm, weg hier. Ha? Weg hier. Fisch. There we go. Zander. Zander. Kein Fisch, den wir brauchen. Zander hat es hier wirklich jede Menge. Jetzt mal die Technik gewechselt. Recht junge Technik mit Strolling. Mit unserem neuen RV-Mino von Elex. Ein kleiner Pintail ist sehr realistisch, ganz weiche Gummimischung, sehr nervös. Und der hat hier vorne eine kleine Tauchschaufel dran. Das ist eben für dieses Mid-Strolling, auch Hover-Rig genannt, speziell gemacht. Er wird mit ganz leichten Gewichten gefischt. Der funktioniert auch am ganz leichten Dropshot. Und man lässt ihn einfach auf die Wassertiefe absinken, wo man ihn angeln will. Und dann fängt man einfach an, die lockere Schnur. Also man braucht wirklich einen kleinen Schnurbogen und schüttelt ganz viel die Rute, dass der so tanzt. Und dafür ist eben diese Tauchschaufel, dass der ein bisschen Wasserdruck kriegt und eben noch mehr dieses Rolling macht. Man braucht eine ganz feine Rute dafür mit einer schönen Spitzenaktion, dass man den schön schütteln kann. Und das ist eigentlich eine tödliche Technik auf Bass, wenn sie sehr vorsichtig beißen. Wir haben auch noch einen größeren, wir haben den Drift Mellow. Der ist 5 Inch für größere Fische und für die Pelagic Jungs, die Zander fangen wollen. Ihr wisst, es wird immer schwieriger, ist dieser Drift Mellow mit diesem Mid-Strolling. Ein kleiner Geheimtipp. Mid-Strolling, sehr interessant. Und anscheinend weiß der Mann, wovon er redet. Fisch. Was? No, Zander. Also Zander sind on fire. Wer Bock auf Zander hat, sollte mal an Orellana fahren. Hier ist wirklich voll mit Zandern hier. Wahnsinn. Also wir waren gestern noch mal hier auf dem See und wir hatten genau einen Fisch mit einem Kilo. Haben natürlich auch viel ausprobiert und viel gesucht. Also wir haben jetzt nicht unbedingt die Sachen hier beackert, die wir eh schon haben. Aber trotzdem war es ziemlich schwierig und das hat man auch gehört von anderen Teams und man hat es ja auch in der Gruppe A gesehen, dass Orellana ziemlich schwierig sein kann. Es ist natürlich noch sehr warmes Wasser, ist noch sehr heiß, viel zu heiß für die Jahreszeit. Deshalb soll man froh sein, dass wir jetzt schon mal 2 Fische haben. Einer fehlt es noch, um die Karte voll zu machen. Und wie gesagt, dann kann man vielleicht, wenn das so kommt, über das Upgraden nachdenken. Aber im Moment müssen wir erstmal kämpfen, um diesen einen Bass noch zu kriegen. Während die einen an Bass Nummer 10 denken, kämpfen andere weiterhin mit dem ersten. Oh man! They are there. Now I switch to a bigger top water because on this stretch I have 4 meters of water really fall down. I have a big drop. I want to call the fish, so I increase my size and potentially I increase the appeal of my bait. So instead of having a small lure that I will not come from deep to grab it, I hope offering a bigger bait is going to have a bigger appeal to make them rise to the surface. So, and I fish very parallel from the shore, so they're going to use the shore and the rocks as a hard point to push their prey. That's what they used to do. And that's the reason I really keep fishing parallel from the shore. Frenchman, yeah, we love Zander. Yeah, Frenchman love Zander. I love Zander too, but not today. Fish. Ah, forget it. RV Minnow, der nächste Zander. Na, Zander. Lang, wow. Ah, oh, Zander, fertig, glaube ich, oder? Wenn ich es recht gesehen habe. Warte mal, hast du es gesehen, genau? Nee. Ja, dann hebt nur der Kescher da. Dann wäre er schon links. Guck. Ja, ja, du. Oh. Warte, eine Kanone, der größte jetzt. Das ist eine Kanone.
von denen, die wir hier gefangen haben. Petri. Gutes Brett, ne? Oh je. Echt da drauf? Ja, sicher. So, wir haben ein Sandernest. Frank. Komm, ich hab hier die Hände dreckig. Ja, super, kannst direkt aushaken, wa? Jetzt. Danke. Danke, Markus. Frank. Was eine Scheiße. Wenn das jetzt Alter. Am Zielfisch verfehlt. Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht freue, gell? Aber. Es gibt Momente, da ist es nicht so schön. Es war ein schöner Zahn, dann habe ich jetzt noch einen schönen Schwarzbarsch fangen. Deiner war der größte, den ich bis jetzt hier gesehen habe. Die deutschen Zander könnten sich von ihren beißwütigen Kollegen aus dem Oriana ruhig eine Scheibe abschneiden. Für uns als Zuschauer ist die Zanderplage aber eine willkommene Abwechslung zur Bass-Tristesse. Nachdem die frühen Morgenstunden vorbei sind, überprüfen wir einmal kurz die aktuellen Positionen der Angler. Markus und Frank sind weiter nach Osten gepilgert und angeln dort, wo auch viele Teams der Gruppe A ihr Glück versucht haben. Headbanger ist fast in Sichtweite. Lure Drops Boot liegt nun noch östlicher im äußersten Achtel des Sees. Hardy Rice wiederum ist auf der anderen Seeseite am nördlichen Ufer nach Westen getrieben. Ilex noch an gleicher Stelle und Triton Sail ist inzwischen ebenfalls von der West- auf die Ostseite gewechselt und versucht das Glück an einer Halbinsel zu erzwingen. So, der erste Spot hat super funktioniert. Sido kennt dieses Gewässer wie seine Westentasche. Wir werden jetzt weiter fischen. Jetzt viele Spots abangeln. Die haben eine ähnliche Struktur. Das sind etwas steiler abfallende Kanten mit Gras am Ufer und dicken Steinen, die etwas tiefer liegen. Er macht kurze Würfe mit dem Shutterbait immer Richtung Ufer. Und ich werde parallel zum Ufer weiterhin mit meinem Erfolgsköder weiterfischen, mit diesem Topwater-Köder. Macht extrem viel Druck hinten durch diesen Propeller und spritzt auch ordentlich mit Wasser. Das ist jetzt der Chopper vom Berkeley in der Länge 12 cm. Gestern beim Trainieren hat Sido mit einem noch größeren Modell, ein 15 cm Prop Bait, ein 2,3 Kilo Bass gefangen. Deswegen haben wir da ein bisschen Vertrauen in die Sache. Wir hatten auch ein paar Nachläufer und ein paar Fehlbisse. Unser Topwater-Köder für heute, wir haben gemerkt, das ist ein Köder, wo momentan die Fische dann steigen und beißen. Ich ziehe es durch. Sido kümmert sich jetzt noch mit dem Shutterbait um ein paar Dicke. Das ist eine gute Kombination, sagt er, weil die Fische, die auf diesen Köder steigen, sind in der Regel schwerere, größere Bass. Und ja, das ist das, was wir brauchen. Big Fish, nur Big Fish. In the moment we try searching for huge one. Huge ones. Inactive fish. Big or nothing. We have no choice. Yep, that's the plan for the morning. We have no options. Whoa. You saw that fish? Yeah, for sure. Merde. Can we go to the finals while counting the fish we saw? Yeah. That's another one. Ah, maybe Sander. No. Or? Here. Here in front. That's a black bass. Huge one. Oh? No, it's a sun. No, it's a bass. Yeah, it's a bass. Whoa. For sure. Monster. Yeah. Ja, Leute, das wird heute extrem schwierig. Mein Mann hat nie YPC geangelt, vor allen Dingen nicht mit mir. Er weiß nicht, was für eine Schwitze das alles sein kann. Er war so überconfident. Gestern durften wir nicht rausfahren auf dem See. Das war unser freier Tag. Wir haben den ganzen Tag den Tackle vorbereitet, alles ready gemacht am Boot. Und er meinte, wir brauchen nicht rauszufahren. Er hat schon seinen Plan und egal, was passieren würde, wird das sowieso nichts ändern daran. Wer bin ich, was dagegen zu sagen? Aber ich glaube, ja, wie gesagt, meine Erfahrung im YPC, dass es nicht immer so läuft, wie man das genau erwartet.
genau ausmalt und vorstellt. Okay, man. We have done the topwater thing. We did it? Yeah. We did. So, guys, we gave it our best shot. I think we really tried different stuff. Maybe we'll still try it like one or two times only with frogs. Later during the day. But now let's fish some stones. Let's get some big fish. But you know, it's a good sign. Like the area we fished, like just now, the fishing guides, they start to work. Boom, one of them just comes straight to the place. Yeah, yeah. Peter, they are not just in the mood for a top water bait this morning. Only the bloody pikes, man. Falls du den aktuellen Lurdrop verpasst hast, dann sicher dir doch einfach auf lurdrop.de dein Abo und spare bis zu 10%. Erhalte jeden Monat die neuesten Köder, teilweise vor Marktstart, spannende Expertentipps von Pros aus der Szene und einem gewaltigen Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf bequem zu dir nach Hause. Und wusstest du, dass ein Lurdrop-Abo auch ein perfektes Geschenk für deinen Angelbuddy ist? Also lurdrop.de, Abo abschließen und Fische fangen. Übrigens, eine kleine Restmenge vom Lurdrop 03 haben wir auch noch bei uns im Shop auf www.hechtundbarsch.de, aber schnell sein lohnt sich. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 Euro auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boot Center. Willkommen an Bord. Bite. No! I think it was a Zander. Let's say it was a Zander. So, as you see, I'm slowly shaking my head on the ground. The bite is usually coming in contact with the bottom, but it is important to really feel what's down there. Like in this moment, I just stopped on a rock. After that rock, in the moment you jump off, if you do it the right way, you are going to be gentle, and you keep the bait still in contact with the ground and keep shaking it in that moment, that's when the bite should come. So you're going to feel your line a little bit tighter. That's the moment when you don't have to really pull it hard, but shake it a little just to take it off from that rock, and hopefully that's when the bite comes. We keep riding along this rocky point. We have six and a half meters under the boat. In my opinion, this is the perfect depth where to stay. So we're fishing the 3, 4, 5 in this very slow but good technique. And maybe we can convince some more fish. Epiker Radau, eh? Der hat wirklich einen Meter vom Boot gebissen, krass. We're gonna go higher up, and what we're gonna do is we're gonna use the power hour. I'm going to get out the transducer, get everything ready, run, and then on the next spot we start the power hour. 1 hour, let's go. Il y a des poissons dans cette direction derrière le mur. Okay, le mur est à combien? We have some fish behind the wall. Wall is at 8 meters, 6 to 8. Behind the wall, there are some fish. Yes! That was a wake up. Allez, check. Thank you for playing. Voilà. Merci. Thank you. Ich fahr direkt in die Ecke, die stehen ja alle hier raus. Aufpass, dass die Schnüre nicht reinkommst. So, jetzt haben wir einigermaßen aushaltbare Temperatur hier. Was? Das ist aber nicht das mit dem komischen Steh, oder Frank? Was das ist da. Wir sind uns einmal in der Kurve sind wir rumgefahren. Okay.
gescheites Angel, sag ich das mal, das mitnehmen oder was? Vielleicht hängt einer dran, Schwarzbarsch. Die sind aber auch mutig, ne? Ja. Oh, Markus, on fire jetzt. Let's go. Ist das hier eine geile Struktur unter Wasser? Alles, was du brauchst. Dicke Steine, Kraut. Fehlen bloß die Schwarzbarsch, ne? Die sind alle irgendwie noch am Pennen. Ja, ja. Ich weiß ganz genau, was die sich denken. Alter. Die Idioten sind wieder da. Ne? Nein, nein. Oh nein. Was ist denn heute los? Herr Frank, wenn wir die Zusammen zählen, ganz später, das gilt nicht, hast du gehört? Ach so, das zählt ja, nicht. Ja. Ich hab gedacht, wir könnten die auch alle in einen Sack packen. Muck schmuck die Regeln, durch die Tiere besser, glaube ich. Oh, okay. Die Aufholjagd beginnt. Aufholjagd beginnt. Galgenhumor bei Zack. Anderswo greift man zur Flasche, allerdings nicht aus Frust. Wer den Big L Fishing Channel kennt, der weiß, hier an Bord gibt es eine Tradition. Nach jedem großen Fisch muss einmal angestoßen werden, damit das Mojo auch nicht kaputt geht. Und ich habe mich schon gewundert, warum die letzte Stunde nichts mehr gefangen haben. Also wird das einmal schnell nachgeholt auf meinen PB, meinen neuen Bass PB. Tenemos que brindar, es una tradición en este barco. Sí, bueno. Por cada pez grande y como fue mi personal Pero, best. Pero, ¿cómo lo hacemos en España? ¿Cómo? Arriba, abajo, cetro, apoyamos y para adentro. Vale. Ok, dilo tú en inglés si quieres. Er hat jetzt quasi den spanischen Spruch gesagt, zur Mitte, zum Sack. Oder wie geht das da? Zur Mitte, zum Sack, zack, zack, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas in der Art. Also, cheers, Leute, wir stoßen an. Yeah. Salud. Por el pez grande y por el siguiente. Al centro y para adentro. Dale. Hören wir auf unser allererste Bass warten für heute. Nutze ich die Chance kurz mal, um zwei Leute zu bedanken. Zwei Firmen. Also einmal Centro Nautico. Das ist eine Bootsfirma hier in Spanien, die uns extrem viel geholfen haben. Wir durften alle unsere Boote da jeden Tag parken. Sind sehr, sehr, sehr gastfreundlich. Wir haben uns immer Essen und Trinken, was zu trinken gegeben. Und viele Reparaturen gemacht, also extrem viel geholfen. Vielen Dank an die. Und auch an Frank the Tank vom B1 Boat Center. Ja, ein sehr, sehr, sehr kompetenter, fähiger Boat Center. So gut Leute, die Boote verkaufen und auch Boote reparieren. Das Boot läuft absolut super. Lange Fahrt von Deutschland nach Spanien. Es geht für mich auch danach weiter nach Portugal mit dem Boot. Und es ist ein absolut Pleasure, davon zu angeln. Und wie man weiß, Frank ist nicht nur gut mit Boote. Frank und Niklas sind auch ziemlich gut mit Bass fangen auch. Amtierende Champions. Oh, I had a big bite, but I think it must be Zander or something, because it was like a... Like a tuck? The strongest bite ever and huge weight. Okay. And I lost it immediately. Yeah, okay. And it's all cut with a pike. It's coming on top. It's a bass. Not a giant, but a keeper. Nice. That will be a little bit more heavy than what we had in Garcia Sola. Not so big, but a keeper is a keeper, my friend. A keeper is for sure a keeper. And that's our first information of the day. So we take it. For sure we take it. Again on that striking jerkbait. 700. Nice. 710. Short fish, but Oriana style. They have like a big belly. They are chunky. Let's put this fish back and go for his grandmother. Okay, man. Whew, feels good to... Finally see a bass. Nice. Feels good to finally see something. Remember on the pre-fishing, I like lost the fish with jerkbait on this same point. Now you got him. Sometimes it's better to lose them in training and get them in the tournament. Yeah.
Unfortunately, we didn't do that with the top water. And there we caught every fish that hit the lure in training. No, actually, I missed some too. Not enough, my friend. I missed the big one. Not enough. Team Lure Drop meldet sich an. Das Upgrade lässt außerdem den kleinen Topwater-Bass aus dem Garcia in die Wertung rücken. Und offenbar haben Daniel und Paul nun eine etwas genauere Idee bezüglich des weiteren Vorgehens. Also wir vermuten, dass die Fische sind ein bisschen tiefer jetzt gegangen und dass wir müssen die mit eher ruhiger, langsamer Führung. Diese schnelle Führungszeit ist jetzt ziemlich vorbei. Die Sonne steht jetzt mittlerweile. Und habe ich meinem Partner versucht, auch öfter zu erklären, dass es kann sein, dass man braucht Plan B und Plan C. Aber er meinte zu mir, Alter, bei ihm geht es runter bis Plan F. Plan A, Plan B, Plan C. I explained. Then come back to Plan B. I said, then make another plan. Yeah, I said with you. The good news is that when we were discussing things, we will always have something to try. That's what I said. Plan B, B. Plan Big Bass. Plan Big Bass. A bigger bass, so. Fish. No. What? Fuck off. No, sir. It's gone. Nice fish. Ah, no. No, 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 my friend. Why? For sure it was thunder. For sure. Maybe for sure. Yeah. That's the game. No, this is not the game. Again, it's funny, this is not funny. You know? And it's time to tell the audience about a new rod. It's coming out soon, or when you watch that, they are already out. It's a new casting range, Dark Soul. It's amazing. So take a watch at your local dealer. That's my choice. Well, we done? So attack? No, fish on, huge one. But I don't know if, I think that's not a bass. Oh no. Thunder. Yeah, netted. Huge one. Okay. Although this rod is good for sender fishing. For twitch bait, big Spanish sender. It is. Nice, but not the target fish. Is this black? Should be black. Check this. Yeah. Should it's black. You don't see it's black. Man. It will turn black later. That's what I was thinking. Yes. This one looks more black than the other one. There is much sun here in Spain, and in the last few days the water got much clearer than before. That's why I want to avoid some shining on my bait. Maybe it was a little bit too much, that's why maybe I was not getting any bite. Now we try. It's a little bit different. I mean, we made it darker with a marker, and it's time to cast it. Wow. Das Tolle hier an Extremadura ist, hier gibt es nicht nur geile Fische zu fangen, sondern die Natur ist hier auch wirklich Wahnsinn. So ein bisschen Wüste, aber hier hat es sogar Geier. Eben sind so, ist einer direkt über uns gekreist. Da vorne sind ein paar mehr. Also hier kann man echt große Adler sehen, Geier sehen. Eisvögel haben wir gesehen, gut gibt es bei uns auch, aber die Geier sind schon ziemlich besonders, muss man sagen, wenn die da über einem kreisen. Ziemlich cool. Wenn die Geier clever sind, probieren sie es mal bei Headbanger. Bei Fred dürfte das Herzinfarktrisiko heute nicht gesunken sein. Yes. Oh, yes, it's a bass. Parti? Putain, pourquoi elle est pas là, celle-là? When you are not good, you are not good. I see the fish. I feel them. Finally, I get one. Make one fucking jump. And then I lost it again.
I mean, I'm so annoyed by myself, I can't even describe it. Good one, not big, but it's coming. Yeah, whatever, man. At least we are back on the bite. On the Rage Crow structure head. Not a giant, but okay. Little chunky guy. Let's see how heavy he is. 540 grams. Too small, but we are back on the bite. So, Leute, es war echt ein sehr, sehr schwieriger 4 Stunden für uns. Wir haben eineinhalb Stunden, knapp 2 Stunden auf Topwater probiert. Leider hat das nichts gebracht. Paul, first half of the day is over. Wasn't the greatest half for us. 3 keepers, but really small. Huh? Yeah, only one that counted, you know, that could help us. But we still have 4 hours fishing. We gave in alles in the zweite Hälfte des Tages. Bis bald. The end. The end. On the part of our 3rd episode. All day for us. At the moment, yep. Our plans did not pay off. No. For sure not, but I enjoyed. Yeah. We make new strategy. Quick spot change. Far away. Very far away. And a new strategy. Yeah, for sure. For the rest of the day. See you in the next episode. And fingers crossed for us. Daniel und Paul können es nicht wissen, aber insgesamt ist ihr Vormittag noch ganz passabel gelaufen. Die Black Bass schaffen es bisher gut, den Ködern unserer Angler aus dem Weg zu gehen. Dafür gab's ordentlich Zander-Spektakel und weil Zec im Vergleich mit den 3 vorderen Teams das größte Upgrade-Potenzial hat, ist das Schlusswort hier noch längst nicht gesprochen. Den beiden Letztplatzierten hier noch echte Chancen einzuräumen, scheint hingegen etwas vermessen. Aber wer weiß. Man hat schon Hechte fliegen sehen. Ob's was wird mit einer unwahrscheinlichen Aufholjagd und welche Wendungen die entscheidenden Angelstunden in Gruppe B noch bereithalten, seht ihr am Sonntag um 18 Uhr. Bis dahin lasst uns ein Like oder einen Kommentar da und checkt unbedingt mal unseren neuen Newsletter. Hasta luego und ciao.